Hello again und willkommen zurück. So, ich habe mal ganz fix meinen Schreibtisch sauber gemacht. Für alle, die das nicht mitgekriegt haben, was passiert ist, einfach mal die Folge davor gucken. Ach, mir fällt ein, dass noch einer in die Kommentare geschrieben hat, ich soll mal den Dings... Kann ich das hier machen oder muss ich das außerhalb machen? Den Schadenstext soll ich mal anmachen. Sprechblasen. Treffermarkierung, Fadenkreuz erlaubt. Scheiße, muss ich tatsächlich wahrscheinlich mal nach der Folge auch doch nochmal gucken. Entschuldigung, wo das genau ist. So, jetzt gucke ich mal ganz fix. Ich brauche ja. Muss ich das erst noch? Glaube ich erst noch freischalten. Oder? Holzpfeiler, Holzrampe. Ein Holzkäfig vor allen Dingen. Ein tragbarer Käfig zum Inhaftieren von Gefangenen. Okay, ich... Hab zwar keiner. Ich fühle mich auch ein bisschen unwohl, wenn ich nur hier draußen stehe. Sagen wir, gehen mal ganz kurz auch rein. Sparen da mal ein bisschen Holz. Dinosaurier-Torbogen. So, das wollte ich haben. Und das. Eine Räucherkammer. So. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Stein und vor allen Dingen Holz ohne Ende. Stein muss ich mal gucken. Stein hätte ich genug, aber Holz brauchen wir. Ist das hier oben fertig? Können wir den Rest jetzt langsam bauen? Uha. Ja, zack, das nehmen wir mal mit. Ballern das da rein. Bauen das. Und bauen das. Okay, cool. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das. Den Bogen. Da. Bauen wir auch gleich 20. Dann ist das fertig. Gut, dann haben wir das, das und das. Okay, wir brauchen Stein und wir brauchen Holz. Ich würde sagen, Holz machen wir noch ganz jetzt noch irgendwie. Zack. Gottes, wenn hast du mich jetzt erschreckt. Am besten gleich irgendwie das Inventar voll machen hier mit Holz. Wie viel haben wir denn?
200, 240. Okay, warte mal. Bauen wir mal das in der Hoffnung, dass uns das ein bisschen Holz abnimmt. Natürlich nicht. Ich möchte es jetzt auch ganz ehrlich nicht irgendwo in die Pampa schmeißen. Wäre mir zu schade drum. Was ist das? Dinosaurier-Tor. Ah, das können wir aber gleich schon mal bauen. Oh, ich hoffe, wir brauchen nicht irgendwie Holz, irgendwie Gedöns, Dingens, Blumens. Ihr wisst schon. Ach, das wäre dann natürlich gleich richtig useless. Oh, hau ab, Mann. Trappe doch da nicht drüber. Uitz. So. Und Steine brauchen wir. Und das wäre dann... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh, wir brauchen 280 Holz. Oh, ich bin so dumm. Ich habe natürlich 250 hat man, ne? Oh, war das useless. Was habe ich denn jetzt weggepackt? Ah ja, ne, Metall können wir da auch ruhig reinbomben. Das können wir da wieder reinbomben. Das, das. Das, das geht nicht komplett rein, okay. Das, das. Oh nein. So, ich muss ein bisschen mit dem Gamma spielen. Ansonsten sehen wir halt nachts überhaupt gar nichts, ne? Also ich nicht und ihr auf YouTube noch weniger. Das einfach mal rauslassen. Ach, die Nakrobeeren muss ich eigentlich auch noch mal sammeln, ne? Damit wir dann wieder Betäubungsfeile herstellen können. Ja, genau. Wir jumpen da direkt rein. Skaliere gleich. Hatte ich die jetzt schon gebaut? Ja. Das Gefühl, es muss mit Holz gebaut werden. Ist richtig, dass das vielleicht nur an Holz einklingt. Ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht, möglich. Okay, davon brauche ich noch zwei. Ich habe natürlich, glaube ich, alles gerade weggepackt. Okay, er rennt weg. Ja, muss definitiv dann irgendwas sein, warum er wegrennt. Ich habe auch nichts zu futtern dabei. Ach doch, da unten. Vergesst das immer, dass das auf der Null steht.
Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was. Also es sind Vorratskisten, die da runterkommen. Weiß ich. Aber ab und an ist das Ding lila, dann ist es blau. Jetzt gerade zum Beispiel war es nämlich mal lila. Hat das eine Bewandtnis? Was da für Stuff drin liegt, kann das sein? Also ich möchte tatsächlich eigentlich nur die Bestätigung, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle. Okay, wir arbeiten hier nicht nur Holz, sondern auch ganz entspannt noch Steine mit ab. Das können wir mal ein bisschen rausschmeißen. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Ich brauche aber noch zwei. Und dazu brauche ich Fasern. Glückwunsch dafür. Ich habe eine Sichel. Damit lässt es sich doch besser wegfasern. Das habe ich ganz vergessen. So. 1, 2. Okay, dann haben wir das schon mal. Brauchen die Dinos ein Bett? Eine Treppe würde ich gerne vor das Tor bauen. Also keine Treppe, sondern eigentlich eher so eine Art Rampe. Darum baue ich das mal noch hier ein Fix. Ich denke mal, wir gehen da auch gleich mal hin. Wir gucken mal, was in dem Weißen drin ist. So, zack. Das. Ich flipp aus. Es passt nicht. Ich hab's zu weit. Nein. Bitte. Ich kann es nur abreißen. Ist das scheiße? Ist das scheiße? Nein! Nein, ich hab's. Ja, ich hab's nicht mittig gibt. Ich hab's einfach irgendwie da reingehämmert. Oh Mann. Geht nicht. Okay, jetzt geht's doch. Ja, es würde bündiger aussehen, wenn ich es darüber gebaut hätte. Oh nein. Fuck. So. Ich hätte gerne Rampe. Und. Okay, Holz passt da nicht mehr rein. Bären, Nacko-Bären habe ich keine. Die gehen wir mal ganz fix ein bisschen sammeln. Mal gucken, ob wir hier noch welche fix zusammenkriegen. Alter, hast du mich jetzt erschreckt? Digga. Nee. Spann dich, Mann. Jetzt mach ich dich weg.
Da habe ich einen davon. 17, das ist eigentlich auch noch gar nichts. Ich glaube, 5 braucht man für einen so eine Mischung, ne? Und da ich immer noch nicht ganz genau weiß, wie man das Zeug richtig anpflanzt, weiß ich dementsprechend natürlich auch nicht, ja, wie man es macht. Ansonsten, ich hatte ja schon den einen oder anderen hier diesen Makrosamen. Hatte ich auch schon mal in mein Beet reingeklimpert, aber irgendwie wollte es nicht so wie ich. Zitronensamen, Karottensamen. Die könnte ich da noch mal reinhauen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, gewässert ist das Beet ja, ne? Ist das noch gewässert? Ja. Nicht. Mache ich die da einfach mal rein? Mehr geht doch gar nicht. Warum kann ich da nicht mehr? Ups. Nicht mehr reinhämmern. Ne, machen wir anders. Machen wir so. Julius. Wieder neu. 6. Okay, wir müssen übrigens gleich mal gucken, wo Gisela ist. Ne, Gundula? Ich überlege gerade, ich glaube, ich baue noch eine Etage drüber, baue noch ein Dach drauf, damit Gundela und Co. da ordentlich reinpassen. Jetzt gehe ich erstmal fix Wasser schlürfen. Dann schießen wir ganz fix darüber, holen uns den Loot. In der Hoffnung, dass da was halbwegs Vernünftiges drin ist. Und wenn nicht, gibt's auf den Sack. Und dann zählen wir uns nochmal einen Flugdino. Oh nein, ich hab Dings verloren, dadurch, dass ich gestorben bin. Ich hab den Sattel verloren. Ist natürlich nur Mist drinne. Ja, es können wir uns schenken, okay. Also weiß können wir uns ab sofort schenken. Wissen wir, brauchen wir nicht ran. Ja, wir bauen wir noch eine Etage höher. Nehme ich aber gleich da mal ein bisschen Holz mit. Fisch muss ich dann auch holen, wenn ich mir mein Flugdino wieder zähmen will. So. Das ärgert mich so sehr, ne? Das sieht so scheiße aus. Halt komplett broken. Ich müsste übrigens mal gucken, wo Gundela hin ist. Irgendwie gerade ein bisschen lost, habe ich so das Gefühl.
Gefühl gerade gehabt, dass da drüben schon wieder ein Raptor rumgelaufen ist. Könnte ich schon wieder instant wahrscheinlich schlechte Laune kriegen, wenn das so sein sollte. Warte mal, ich brauche noch 1, 2, 3. Oh, genau für den dritten reicht's nicht. Ich könnte schon wieder quäken. Ah. Was fehlt? Stroh. Na, okay. Ach, wir sind von der Zeit auch schon drüber. Ey, wir gehen noch ganz weg Stroh hin, bauen noch das eine Ding fertig. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser, naja, Gehege für unsere Dinos. Jedenfalls für eins oder zwei. Müssen wir mal gucken, wie viel da überhaupt reinpassen. Ich glaube, zu viele können da gar nicht, glaube ich, gar nicht rein, oder? Ja, von innen nicht verkehrt, bis auf das Guckloch. Da bauen wir aber dann noch die Dinger, die Spikes drumherum. Dass die von außen nicht nach innen können und von innen nicht nach außen. Sollten sie da mal irgendwie durchbrechen. Naja, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wir müssen dann eh mal gucken, wo Gundula hin ist. Kann man das hier irgendwo sehen? Nee, ne? Es gibt doch irgendwie keine Gruppen. Sieht man das hier irgendwie? Nee. Mitglieder? Haben hier irgendwie Dinos oder irgendwas? Okay, nee, anscheinend nicht. Das ist ein bisschen doof. Also, mich würde tatsächlich doch auch ein bisschen interessieren, was ich so für Dinos gezähmt habe. Wir brauchen auf jeden Fall... Das müssen wir auf jeden Fall machen. Gut, Jungs, Mädels, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Danke für die fetten Kommentare. Immer schön weiter. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.